Hey, Huvix, hier zu einem neuen Projekt. Heute spielen wir The Suicide of Rachel Foster. Ich hatte schon auf der Gamescom angespielt. Und ja, ich muss sagen, es hat mich dort schon überzeugt. Wir werden schauen, was wir hier machen. Wir machen hier Deutsch. Untertitel anzeigen. Oder kann ich auf Sprache auf Englisch mit Untertitel Deutsch? Das wäre am besten, aber... Schauen wir mal, ob das so hinkommt. So, Gesamt hier runter. Bumps. Grafik ist eh hochgestellt, jawohl. Vielleicht geht noch episch. Sonst noch irgendwas Vollbild natürlich. Steuerung 1, 2 und 3, beziehungsweise Q und D. Und sonst ganz normal, okay. Na dann, würde ich mal sagen, hauen wir mal rein, ne? Meine liebe Nicole, wenn man sich... Du bist Tochter von jeder Mutter, von der jede Mutter träumt, schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass Dinge nicht immer einfach waren. Aber erinnere dich daran, dass was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich einem Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann sich vor dem Drachen verneigen zu hat. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Zu sein. Wir drängen uns hier mal ein bisschen durch. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich vor dieser Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir. Als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast in deinem Zimmer, das dir fremd war und als du Duncan Forbes 1985 unter dem Weihnachtsmistelzweig geküsst hast. In deinem ersten Jahr im College gegen Abtreibung demonstriert hast. Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden, bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Ich hatte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist. Aber ich habe den Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du
dein Leben lebst, so wie ich es getan habe. Liebes, ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für alle Mal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkauf unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Ich sehe dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünsche, dass ich auch bei deinem Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es geht nicht anders, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als andere. Deine Mutter, 24. Juni 91. Das dachte ich mir. Schau mal ein kleines Intro. Also ich bin schon mal hooked. Sehr interessiert. Ah, ab hier bin ich auf der Gamescom eingestiegen. Helena National Park, Montana, USA, Dezember 93. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Und so beginnt es. So beginnt es. Schauen wir mal, was die Reise mit sich bringt. Erstmal laden, laden, laden. Smell. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. So, jetzt habe ich die Maus. Da muss ich dir ein bisschen raufdrehen. Aber wir sind hier. So wie ich mich erinnere. Wasserwaage ist eine Wasserwaage. Made in Germany. Radio. Ist ein Radio. Nice. Hier können wir wahrscheinlich eh noch nicht viel tun, aber Leonards Motorrad. Wer ist, das werden wir alles noch besser erfahren. Werkzeugkoffer. Können wir auch nicht aufmachen. Cool. Ich will mal sagen, wir gehen mal aus diesem Raum raus. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Also wir sollten auf jeden Fall sehr zuhören, was die Untertitel sagen. Das weiß ich noch. Weil es keine Hints gibt sonst. Also mal gucken. Fancy, fancy.
Erstmal das Telefon finden. Ist mal das Wichtigste. Hier sind wir nämlich und so müssen wir uns dann navigieren auch. Mal gucken, die Räume erinnern mich schon an die Gamescom-Demo hier. So, hören wir mal zu, ne? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Alles klar. M für die Mappe. Hier sind wir. Okay. E um die vorherige Etage. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Ja. Come on, let's do this. Oh, es gibt Etagen. Ah ja, hier steht's. Basement, Main Floor, First Floor, Second Floor. Ja, toll. Und das habe ich auch schon in der Demo gemacht. Das mache ich hier gerne. Okay, wir müssen uns vergewissern über den Zustand. Wir müssen Sachen holen. Hier sind Zigaretten, Lucky Stars. Okay, Brille. Das ist eine Brille, definitiv. Ja, schaut aus wie ein Büro. Aus Holz. 100%. Gut, dann schauen wir mal. Die Dokumente. Ich muss mir Sachen merken. Das ist schon mal immer wieder ein Fehler. Aber hier. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Und die Master Suite, die war doch im nächsten Stockwerk. Genau. Okay. Na dann, na dann. Wir müssen uns hier noch definitiv ein bisschen mehr umsehen und natürlich auch ein bisschen besser auskennen. Also mal gucken, ne, wie das läuft. So, ich sehe nochmal, dass ich kurz doch was umstellen muss wahrscheinlich. Tatsächlich muss ich, glaube ich, auf hoch umstellen, weil sonst... das Aufnahmeprogramm spackt. Naja, aber so viel Unterschied ist ja dann doch nicht. Auf ersten Blick jetzt natürlich. Okay. Ja, das ist besser. Da macht das Aufnahmeprogramm schon eher mit. Okay. Gut, gut. 13 Minuten schon? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Master Suite, okay. Ich weiß, dass ich diesen verkackten Schlüssel ewig in der Demo gesucht habe. Das weiß ich. Ich weiß doch nicht mehr, wo er ist. Aber hier ist auch nochmal Binsen, Filterzigaretts. Full Rich Tabasco. Ah, Tabasco, ja, vor allen Dingen. Tabaco. Ja. Magazine. Play Hard Still Rock.
Nice. The future's now in new color. Oh. Master Suite. Hallo. Ein Badezimmer. Eine eklige Toilette. Medikamente. Mehr Schachteln. Mehr Medizin. Sehr viel mehr Medizin. Guide your brain. So schaut halt eine Badewanne aus, nachdem man sie halt ewig nicht mehr benutzt. Binsten. Überall Zigaretten, Reinigungsmittel. Okay. Ein Drecksschwamm? Naja, nicht ganz, aber schaut so aus. Pluto. Ich habe jetzt Super Loop gelesen, aber ich glaube, das ist es nicht. Und das schaut aus wie ein Bier. Also. Oder auch nicht. Okay. Schauen wir uns mal um. Wieder eine Brille, ein Kuli und da ist auf dem Feuer Dingens sein Fahrzeug. Ich will jetzt nichts Bösartiges hören hier. Wenn ich ehrlich bin. Darauf habe ich nicht so Bock. Stringtheorie. Na, da war wer in Physik interessiert. Yep. Harvey Stephens Puffelschenkel. Da kann man nicht wirklich öffnen, aber schaut verschneit aus. Okay. Dokumente. The nominated personnel, Claire William. Wilson is interfered to transfer the property. Also ich nehme mal an, Leonard McGrath ist der Vater. Claire Williams, Wilson die Mutter und wir sind dann die andere, die ich schon wieder den Namen vergessen habe. Verdammt. Und Jenkins ist halt der Lawyer, also der Anwalt. Ja. Okay. Ich habe schon vergessen, wie wir heißen. Goddammit. Ist das ein anderer? Ja, das lese ich jetzt nicht mit, aber das ist quasi so ein Schreiben auf jeden Fall. Was alles gemacht werden muss. Okay. My room, my rules. Oh, klingt vernünftig. Dosentomaten, jawohl. Jeder mag Dosentomaten. Das erinnert mich sehr an den Herd meiner Oma. Und die Küche auch natürlich. Uralt. So, okay. Und die paar Erinnerungen da. Oh, ich hab's gesehen. Ey. Aha, flickering textures. Ertappt. Habe euch ertappt. So, benutzen. Hallo. Hallo Zimmer der Eltern. Oder der Mutter halt zum Schluss. Erstmal die Privatsphäre. Lennarts Buch. Can't see a smile, honey. Today is a Rachel. There's light everywhere. Rachel doesn't want to do her speech therapy exercises. Okay. I heard you, Rachel. You were right behind me. Rachel is sad. Rachel says she feels alone. Love you, Rachel. Ja, ein bisschen mad geworden, der Boy anscheinend. Und er war auf jeden Fall ein großer Fan von NASA, Eishockey, Bier und Zigaretten. Warum nicht? Ah, und so ein bisschen kultistisch veranlagt, aber es könnte auch die Mutti gewesen sein. Esoterik, genau. Okay. So heißt das ja. Ja, Zigaretten hier und da. Und ja, das war halt früher so. Da hat man überall geraucht. Eine Polaroid-Kamera. Darf ich die nehmen? Anscheinend noch nicht.
Oh, diese Clippings hier noch ein bisschen, oder ist das täuschend? Ich glaube, da hat man bei der Demo ein bisschen durchgesehen. Bin mir nicht mehr so sicher. Okay. Na dann. Auf in den Raum. Hallo, Raum. Everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Nicole, quick tour, nothing more, Nicole. Stimmt. Danke, dass du deinen Namen nochmal sagst. Na, Diskette. Mit nichts. Cool. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... that will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in good condition with stockpiles of fuel. Instructions refrain from going outside unless isolated or to return home. Okay. Also Eishockey Space und Einhörner, jawohl. Und eine Lavalampe natürlich. Alles klar. Und natürlich ein Skateboard. Why not? Das ist doch Grundvoraussetzung. Handcreme. Ich schau mal, ob ich hier was erkennen kann. Oh, irgendwas auf Französisch. Stray Kids, Aristocats oder wie? Ja, nee. Das ist dann doch ein bisschen vor mir. Mixtape. Ey, ich will das Mixtape hier reinlegen. Aber okay, halt nicht. Hauptschlüssel. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Das ist mal der eine Schlüssel, okay. Interesting, interesting. Ich weiß nicht, ob es deine Schlüssel ist, den ich nie gefunden habe. Aber ja. Ein bisschen Eishockey. Aber warum brennt die Lampe, wenn ich hierher komme? Warum brennt hier überall generell Licht? Macht keinen Sinn. Baseball-Hat. Erinnerungen eines Sportlers. Ja. We want you. Hallo? Darf ich jetzt die Polaroid nehmen? Vermisse gerne eine Polaroid. Goddamn. Naja. Was soll's, ne? Hier leuchtet noch was. Hm. Nope. Benutzen. Nix. Ah, hier müsste ich rein, ne? Das merkwürdige Telefonding benutzen. Ja. Können wir auch machen. In der Lobby. Staff only storage. Hallo. Okay. Diese Experience ist ja toll. Naja, ich kann hier wieder runtergehen, ne? Ja, da fehlt ein bisschen was. Sonst ja nicht, keine Ahnung. Aufenthaltsraum. Empfangsraum. Wie auch immer. Hier ist erstmal das Salon. Staff only storage. Jawohl.
Ich meine, ich weiß, dass es, glaube ich, kein Horror ist. Aber wenn es hier so dunkel wird teilweise und verwinkelt ist, dann mache ich mir doch ein paar Gedanken. Hallo Küche. Ich glaube, ich bin, wo ich nicht sein sollte. Das ist definitiv. Ja. Food Storage. Ich dachte schon, dass ich raus hier. Hier ist alles leer. Das macht mich stutzig. Aber ja, besser mal das Layout so ein bisschen lernen. Das schaut mir so aus wie. Hallo? Ist da eine Toilette? In der Wand? Ja, ich würde mal sagen, das Telefon nochmal benutzen. Wo bin ich überhaupt schon wieder? Man. Ja, dick. Nope. Das, was ich hier alles sehe, sollte ich wahrscheinlich noch gar nicht sehen. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ja. Map. Wo bin ich? Ich bin im... ich sollte ins Basement, I guess? Maybe? Eine Church. Ich habe mich definitiv verlaufen. Oh, ich sollte hier längs, oder? Ja. Ja? Ich nehme schon mal an, dass das der Ballroom war. Bin ich hier. Perfekt. Und das sind Telefone. Die Frage ist, wann speichert er? Das weiß ich ja nicht. Nee, die kann ich nicht benutzen. Dann muss ich doch wohl zurückgehen. Ich will die Glocke nicht. Wer weiß, was dann passiert. So. Hier war das Ganze. Ja. Mal ein bisschen umgucken. Oh, nice. Hexenfeuer des Hotels. Oh, dann verzichte ich mal drauf. Ne? Hier sind wir. Ich bin zu alleine hier. Dass hier irgendwas nicht passieren könnte. Also mal gucken. Kann ich das merkwürdige Telefonding benutzen? Wo? Das ist halt jetzt die Frage. Ja. Was haben wir denn hier? Naja, ein bisschen was ist ja beschrieben, aber nicht viel. Okay. Jeez, it work. Wo kann ich denn das Telefon benutzen? Welches Telefon darf ich denn benutzen? Das ist jetzt die Frage. Bin ich dort gesteckt, auch auf der Gamescom? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ah, das ist da. Ah, hier komme ich jetzt rein. Das ist der Dining Room, oder wie? Okay. Ja, hier kam ich her, tatsächlich. Hier war ich auch in der Demo schon. Ein paar Mal. Weil ich den Raum gefunden habe. Ich glaube, ich habe den Raum zu früh gefunden. Kann das sein?
ist eine kleine Tür, okay. Irgendwie habe ich da so das Gefühl, dass ich eventuell nochmal zurück muss. Ich glaube, ich bin hier stuck gewesen. Hallo? Warum ist diese Tür offen? Ein Kugelschreiber. Ja, das ist toll. Ein Badezimmer. Ich kann nirgends spülen. Oh nein. Ja, das ist ein Zimmer. Schönes Zimmer. Aber hier ist nichts. Na, dann muss ich nochmal hier rein wahrscheinlich. In die Master Suite, da ein Telefon suchen. Weil da war ich schon auf der Gamescom-Tag hier. Hier? Das Telefon? Nee. Ja, ne, also... keine Ahnung. Also, ich werde mich da demnächst umschauen müssen. Anscheinend. Hier scheint nichts zu sein. Außer ich habe hier noch irgendwas übersehen. Also natürlich... Natürlich geht das jetzt erst ab. Was ist das, ein Joke? Oh Mann. Hallo? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Oh, Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware that... Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Naja. Irving. Also. Ja, gut. Na, also. Weird. Unvollständiger 360-Flip. Ah ja. Gut. Ne? Naja. Aber ich glaube, ich lasse es mal hier gut sein. Ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Spielt schon brav weiter.